anstatt Müsli Lexikras. Das ist real. Wer will das schon wissen? Also ich ja nicht. Hab auch kein schlechtes Gewissen, solange es mich nicht betrifft. Wer will das schon wissen? Also ich ja nicht. Hab auch kein schlechtes Gewissen, solange es mich nicht betrifft. Ich lebe in meiner farbigen Welt direkt unterm Regenbogen, wo wir uns beim Gegenvoten nur mit einer Eins benoten. Unser Fleisch kommt von glücklichen Rindern, dessen Schmerzen wir rücksichtsvoll lindern mit nem Schuss in den Ofen. Wir beschweren uns an Regentagen und laufen am liebsten immer bei praller Sonne durch die Sesamstraßen. Kennen keine Trockenzeit, essen unser Obst und Gemüse mit Selbstverständlichkeit. So fällt das Schlemmen leicht, Theken sind überfüllt, dabei landet ein Drittel aller Lebensmittel im Müll. Kennen dieses Gefühl, das man Hunger nennt nicht, denn wir haben ja Lieferanten. Du auf unseren Handys. Wir laufen über Zebrastreifen durch Gassen von Autos, die für uns stehen bleiben und lautstark hupen, weil sie nicht mehr in der Zeit sind. So eitel, ey, chillt mal, seid ihr auch ein Kids ein Beispiel. Wer will das schon wissen? Also ich ja nicht. Hab auch kein schlechtes Gewissen, solange es mich nicht betrifft. Wer will das schon wissen? Also ich ja nicht. Hab auch kein schlechtes Gewissen, solange es mich nicht betrifft. It's Rap Time, ja, ich kicke den Reim und manchmal dreht ich dabei aus Versehen eine Fensterscheibe ein. Doch was ist rechtens und was ist es nicht? Mit einem teuren Anwalt klär ich das alles unter dem Tisch. Die Situation bekommt einen neuen Anstrich. Und warum? Tja, weil das Geld für mich spricht. Täglich frage ich mich, in was für einer Welt ich eigentlich lebe. Zerbeulte Karosserien sind wichtiger als Nächstenliebe. Anwälte und Versicherungen regeln Probleme zwischen Menschen, die verlernt haben, ehrlich zu leben. Mein Wort hat keinen Wert mehr, nur noch der Vertrag ohne teuren rechtlichen Beistand. Bin ich im Arsch, ja, ich blass dir den Marsch und zwar mit Pauken und Trompeten. Jo, wir sprengen alle Fäden kreuz und quer auf dem Planeten. Du läufst verblendet durch deine heile Welt. Die Fassade zu wahren ist dir einiges wert. Kauf von Statussymbolen zugunsten der Industrie. Sie nutzt dich aus, so wie dir das Vieh. Jo, was ich mach, ich nutze den Takt und sammle Wissen. Aber wer will das schon wissen? Also ich ja nicht. Hab auch kein schlechtes Gewissen, solange es mich nicht betrifft. Wer will das schon wissen? Also ich ja nicht. Hab auch kein schlechtes Gewissen, solange es mich nicht betrifft.